Hola, señores, señores Passagiere. Hola, señores y señoras Passagieros. Schön, dass ihr da seid. Kurzes Vorwort zum Video. Insane Booster Box. Krassestes Opening ever auf diesem Channel oder generell, was ich gesehen habe in Real Life. Daniels Booster Box war der Hammer. Besser gesagt, Draft Booster Box, muss man auch noch sagen. Deswegen noch krasser. Genau, schaut's euch an. Viel Spaß. Ich wollte nur kurz mal sagen, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, würde mich freuen. Was ich halt noch sagen wollte, ist, dass ihr jetzt noch 2 Wochen lang bei Twitch die Wiederholung anschauen könnt, wie ich mit Freunden Phasmophobia gespielt habe. Da könnt ihr euch nochmal genau anschauen, wie ich mir live in die Hose gemacht habe, quasi. Oder, Leute? Ist das nicht das Verspannen? Ist denn hier irgendein Beweis oder so, Leute? Ich höre Musik. Oh, ich höre Netzwerk. Da ist sie am Kühlschrank. Da ist sie. Ich hab's gesehen. Ich hatte so Angst, Leute. Das ist so ein gruseliges Spiel. Aber es war einfach der Hammer und hat Spaß gemacht. Deswegen schaut es euch an, solange ihr könnt. Nächsten Stream werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Das ist jetzt so ein kleiner Test. Deswegen haut rein, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüssi. Morgen, an diesem schönen Sonntag. Ja, wir haben gedacht, wir machen jetzt mal ein schönes Commander Legends Video. Der Edu ist heute bei mir, beim Danny. Der hat sein Paket leider noch nicht erhalten, deswegen habe ich mich mal wieder zur Verfügung gestellt und opfere mein Display-Opening für ihn. Ja, Commander Legends, lustiges Set. Hat auf jeden Fall viel Potenzial. Kann aber auch in die Hose gehen, aber davon gehen wir natürlich nicht aus. Ja, aber trotzdem ist es so, dass das Set halt wirklich sehr, sehr viele Karten sind, die man gebrauchen kann. Das genau, ich glaube, die Hälfte des Sets ist neu geprintet worden, also neue Karten, gutes Drafting-Set. Ja, ich fange einfach mal an. Wie gesagt, die super Top-Karten sind halt super, super selten. Also genau, deswegen gehen wir nicht davon aus, dass wir heute genau, wir sollen nicht mal mit ausrechnen, den Vampiric Tutor, Lotus oder was weiß ich, oder Opposition Agent zu ziehen. Vielleicht klappt es hier doch, wer weiß. Das ist ja ein Wunder, ne? Ja, ich war einer der Glücklichen. Ich konnte mir eine Vorbesteller-Promo ergattern. Das ist die Mana-Confluence, also Mana-Zusammenfluss. Bezahle einen Lebenspunkt, erzeuge ein beliebiges Mana. Eine Superkarte, kann in jedes Commander-Deck reingesteckt werden. Ich bin auch super happy, dass ich die bekommen habe. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mal, ne? Abfahrt. Vielleicht habt ihr ja gestern den Stream zugeguckt. Der Edo hat gestern Phasmophobia gestreamt und hat sich dabei ordentlich in die Hose gekackt. Ja, ich würde sagen, die Comments, die gehen wir einfach so durch. Die gehen so durch, genau, und dann gucken sie an, Comments an. Ich muss mal kurz die Kamera hier. So. Ich glaube, in jedem Set sind 2 Rare Slots, glaube ich. Also in jedem Booster könnten 2 Rare Slots drin sein, ne? Guck mal, der Silverback Shaman. Fortwessel, ja, ist ja okay schon, finde ich. Das ist ein Effekt, das man immer brauchen kann. Merchant Raiders. Mhm. Whenever Merchant Raiders or another pirate enters the battlefield under your control, tap or untap target creature. That creature doesn't untap. Mhm. Ja, ist okay. Ist okay. Genau. Was ist er denn hier für einer? Amphin Mutinier. Ich würde sagen, ja, wir gehen einfach durch. Nevin Ra ist richtig geil. Neuer Esper Commander, das ist quasi. Von dem ist auch die Scheibe. Ja, genau, richtig. Diese Destroy-Scheibe. Einer, ne? Der Top-Commander, die du auch mit da rausziehst. Genau, wenn er drauf geht, kann man 1 bezahlen, dann geht alles andere auf dem Feld auch drauf. Das ist eigentlich ein ganz lustiger genau, Play. Genau, Zug von Artefakten, Kreaturen und Enchantments ist auch nice. Genau, damit kann man Leute auch ganz gut auf den unter Druck setzen und viel Politics mit regeln. Ja. Ist ein netter Commander, auf jeden Fall. Dann haben wir Gnostro Voice of the Cracks. Ja, das ist ein typischer. Wie heißt die Farbkombination nochmal? Das ist Jeskai. Jeskai, genau, Jeskai. Ne? Man kann die tappen. Choose one. X is the number of spells you cast this turn. Scry X. Damage to target creature or life gain. Ja, ist okay. Für 4 Mana Commander ist es okay. Ja, auf jeden Fall. Kann man lustige Plays mitspielen. Ne? Dann haben wir in jedem Booster gibt es immer eine Foil. Genau, das ist hier einfach eine Enchant Aura. +2/+2, braucht nichts zu sagen. Ne? Okay. Und ein Soldier Token. Das ist Pack. Geil, ich würde sagen, nach 12 Packs darfst du auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, so, manchmal die Glückshände. Ja, ich sehe ja die ganze Zeit. Genau.
An sich was krasses auf jeden Fall, das Set ist mega gehypt. Ich war gestern noch unterwegs und wollte halt zum Local Game Store und hab auch woanders geguckt. Und die Booster sind echt alle, die Draft Booster alle ausverkauft. Das ist richtig heftig, ne? Ja, das fand ich auch krass, als du mir das geschrieben hast. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und das Booster an sich, also das Display an sich, das schießt da halt durch die Decke, ne? Das ist jetzt schon, glaube ich, bei 110 Euro. Tatsächlich. So. Monstrous Onslaught. Ja, brauche ich jetzt nichts zu erzählen, ne? Aus der kann man sich nicht vorlesen vom Effekt. Genau. Mal gucken wir uns mal an. Ja, ist halt auch eine Karte, mit du, glaube ich, auch, die hatte ich auch noch normal Zahlkarten ziehen kannst. Mhm. Ja, da ist der Blob, das ist nicht schön. Oh, der Hase ist ganz cool. Für ein weißes, ein blaues kann man ihn casten und dann kann man ihn tappen und jeder darf eine Karte ziehen und kriegt einen Lebenspunkt. Was ist das für eine Katze? Nightmare Cat. Commander Secret Shop, Menace in Death Touch. Oh, Partner. Das ist nicht schlecht. Partner, der ist lustig. Das ist ganz cool zum Beimischen, wenn du noch schwarz dabei haben willst. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Commander sogar. Den, auf den haben sich auch sehr, sehr viele gefreut, tatsächlich. Vor allem Death Touch und Menace, das ist ja, nicht schlecht. Denkst, ne? Klatsch da mal schön rein. Schon nice. Hast du denn eine Favoritenkarte, die du ziehen möchtest, außer diese Top 3 Cards, worauf du richtig Lust hast? Ich glaube, zu sehen, diesen Gruppen, diesen Ericsson oder wie der heißt. Ach, der dieser Zwerg oder was, der am Bier trinken ist, ne? Ja, genau, finde ich ganz lustig. Und das, den Hausen finde ich auch ganz lustig. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob gerade nicht den Überblick. Ich habe, es gibt so viele Commander da drin. Meteor-Golem, Klassiker. Oh, Wheel of Misfortune! Das freut mich für mein Discard-Deck. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Each player secretly chooses a number, 0 or greater, also 0 or greater. Mhm. Then all players reveal those numbers. Dieses Wort. Genau, gleichzeitig werden die vorgezeigt. Und determine the highest and lowest numbers. Also der die niedrigste Zahl, die höchste Zahl gewählt hat, ne? Richtig. Genau, und der fügt Schaden zu. Fügt Schaden zu und die anderen müssen die 7 Handkarten abschmeißen. Und dann, also die Handkarten abschmeißen, 7 Karten neu ziehen. Das ist quasi das Wheel of Fortune, nur anders. Genau. Wenn du einen Schaden hast, sonst ist es, wenn du. Die Bergclaw, die hast du auch gezogen, ne? Ja. Die ist auch ganz cool, glaube ich, als Voltron kannst du die ganz gut spielen. Genau. Weil du den Voltron Deck mit Ausrüstung oder so, oder generell Verstärkung, ne? Siani Eye of the Storm, Flying. Ja, ist ein Genie. Und Unsinn. Ja, voll. Okay. Ja, geil, aber stabil. Ich muss sagen, die Packs sind schon echt stabil, ne? Also, aber du merkst halt wirklich den Unterschied zwischen diesen Set-Ex zwischen Collector Booster und Draft Booster. Das ist egal. Weil die Draft Booster leider echt den Sack leider rausgenommen haben. Extremst, ne? Extremst. Aber ich würde sagen, das ist ja eher. Also, ich glaube, dieses Display ist tatsächlich eher dafür gedacht zum Draften. Ja. Muss man ja wirklich sagen, ne? Ja, und es sind halt viele Staples auch dafür gemacht. Da sind natürlich nicht vom Value mehr so krass, aber ich denke, von allem werden auch die Preise weiterhin runtergehen und erst nach einer gewissen Zeit wieder steigen, je nachdem, wie viele Rippins noch kommen. Das ist halt die Frage, halt, ne? Also Leute, wenn ihr richtig Bock auf ein schönes Brawl-Drafting habt, dann könnt ihr euch mit dem Display auf jeden Fall ein Brawl-Deck basteln und dann zu viert einfach schön daddeln, ne? Genau, jetzt fällt mir nur eine Karte rein, auf die ich auf jeden Fall haben möchte, ein Scroll-Rack. Die würde ich gerne haben, Alter. Yo, die ist nicht schlecht, das stimmt. If you control a commander, you cast a spell, you may chase both. Until end of turn, any number of target lands you control become one elemental. With vigilance, indestructible and haste, where still lands. Ah, krass, okay. Die damage rate, ja, ist nicht schlecht. Human Artificer. Ach, Partner, genau. Protection from each converted mana cost among artifacts you control. Ja, das ist krass, natürlich. Jury, Master of Review. Ja, Rakdos Commander, ja, typisch, ne? Sacrifice. Genau, plus 1 plus 1. Plus 1 plus 1 bekommen, ne? Wenn ich stirb, kannst du Schaden zufügen. Genau. Mal, das Statue Workshop Assistance, irgend so ein kleines Artefakt für dein Artefakt-Deck, dass du dir vielleicht immer basteln. Das ist ja sogar noch zu teuer für das Artefakt-Deck. Kann ich machen. Das Taktik ist übrigens schon fertig, ich hab nämlich das Aleda-Deck auseinandergebastelt. Hast du keinen Bock mehr drauf gehabt, oder? Nee, weil du dafür das Aleda-Deck hast du den Fontänen aufgehört, aber du musst halt gut warten. Ja. Ich kann es funktionieren, aber kann auch ganz schnell halt in die Lose gehen, also deswegen. So, dann gehen wir mal schnell durch hier. Übrigens ist auch eine sehr, sehr gute Ankamenkarte, eine gute Kamenkarte. Welche meinst du? Visionary. Achso, dass du echt? Eine Karte ziehen kannst, wenn du ins Spiel kommst, ist ab. Ja, für 2 Mana. Sehr viel Decks halt einfach super stark halten. So,
Oh, guck mal, Terramorphic Expanse. Ah, einer der besten Magic-Karten, die es überhaupt gibt, ne? Nicht so gut wie Wormwood. Fetchland. Das kommt hier hin. So. Irgend so eine Swings. Ich finde, die Swings-Thema finde ich aber irgendwie, ich weiß nicht, alle, ja, sehr viele halten das, ne? Aber sehr, sehr teuer auch, wenn ich das spiele. Also von den Mana-Kosten. Laboratory Druge, brauchen wir nichts zu sagen, könnt ihr euch ja durchlesen. Ich habe auch das Ziel. Cat Soldier. Oh, für mein Cat-Deck vielleicht. Creature Tokens You Control plus 1 plus 4. Boah, das ist mega für mein Cat-Deck, ey. Ja, auf jeden Fall. Und das sieht auch cool aus. Hamza, da hier so ein Elephant Warrior. Mhm. Kostet ein Mega für jeden Kreatur mit einem 1-1-Counter drauf. Ach, krass, dann wird da mal günstiger. Und hier so ein. Für so einen Counter. Celestia Counter-Deck. Komm mal, dann ist Schon nice. Aber ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich viele Mythic Rares jetzt ziehen werde, aber ich möchte schon gerne ein, zwei haben. Ne? Auf jeden Fall, dann kriegst du auch bestimmt. Das ist jetzt nicht, dass da keine drin sind. Strategic Planning, die cooles Artwork. Die ist richtig stark, habe ich gemerkt in Historic, Alter. Bei Arena spielen. Was macht sie denn? Du spielst so ein Deck mit Artefakt und im Prinzip willst du dein ganzes Deck. Du ziehst ja, ziehst ja irgendwie vier, drei Karten. Ja. Und zwei davon kommen vom Friedhof oder so und du suchst dir eine aus. Und im Prinzip werft dann die so ein bestimmtes Artefakt, Ferris Gift ab. Ja. Und die ganzen krassen Kreaturen werfen die ab. Und am Ende spielen die so eine Ein-Mana-Karte, so ein Zauber, so ein Artefakt vom Friedhof aufs Feld hochkommst. Ja. Und im anderen Beginn in der Kampfphase kannst du eine Kreatur aus deinem Friedhof entfernen. Hm. Dann werden das wird ein viel, vieler Zombies, aber mit den Fähigkeiten. Das heißt, so ein Windtroller oder sowas, alles ja. Kommt dann wieder halt. Ach direkt. Krass, das ist wirklich stark. Das ist richtig heftig, ne? Und das kam jetzt mit dem Kaladesh, das hat jetzt richtig krass halt wieder. Also Godfrey, gibt ja schon mal diese Karte mit dem. Wo du es wiederholen kannst. Ja. Wrong Turn, lustige Karte. Target Opponent gains Control auf Target Creature. Das ist echt lustig. Da kann man auch so viel Politics mitmachen. Naja, ist schon nice. So, was ist er denn für einer hier? Ein Pirat. Ein super Pirat hier. Ein großer Pirat. Wenn ich nochmal auf Artefakt folgt, ja. 0,75, genau. Achso, für jedes Artefakt, was du opferst, kostet er 2 weniger, ne? Ja, ach, ist ein Partner-Commander, aber wer will den immer. So, die sieht wirklich cool aus. Ich finde immer, die Elfen sind immer ganz geil. Auch ein Partner, the beginning of combat on your turn, you may pay XX when you do distribute. Was ist distribute? When you do distribute, du kannst dann halt... Achso, die Counter verteilen. Ja, ja. Verteilen, wie du es halt gerne hättest. Mhm. Genau, richtig. Genau, so gut. Die Spannung ist schon. So, wenn du ja. Schön am Ende. Wie beim Double Masters damals. Da hab ich direkt zu Beginn irgendwie 5 Mythics gezogen. Danach kam halt gar nichts mehr, da war ich ja so enttäuscht, ey. Können wir easy durch die Uncommons auch einfach durchballern, aber den Namen sagen und dann gucken sie mir erst an. Opel Pelle ist okay. Ja, kann man brauchen auf jeden Fall. Kann man immer nicht, nein. Kann man immer gebrauchen. So. Mask of Memory ist auch ein Klassiker. Damit kann man angreifen, richtig. Ziehen, wenn du wenig Card Draw hast in deinem Deck, kannst du es ganz gut spielen. So, zack. Oh, okay. Nice! Darüber freue ich mich wirklich sehr. Die Karte ist wirklich genial. Die ist einfach geil. Und auch so viel haben. Die wird auch ist sicher für den Preis nochmal steigen. Nicht zumindest runter, aber wird auch nochmal. Ich glaube, die ist gerade bei 10 Euro oder so. Ja, Position Agent, das kann auch. Ja, Flash, you control opponents while they are searching their libraries. Also Tutor-Counter. Und immer wenn er seine Library searcht, wird jede Karte exiled, die er findet. Mhm. Und wir können sie dann spielen. Einfach. Eine asoziale Karte. Du kannst den ganzen Mana-Ramp auch raushauen. Das ist richtig. Die Karte ist richtig geil, Mann. Also, es ist auch eine der Karten, die ich gerne ziehen möchte. Ja. Also Position Agent ist richtig geil. Das ist gut, das freut mich tatsächlich. Das ist so, auch finde ich, die beste Rare, glaube ich, die du nimmst jetzt ziehen kannst. Oh, die erste mit. Mythic. Hier so ein Port Razor. Geil. Ist er voll? Grad. Der ist voll tatsächlich. Sogar. Jo. Geil, Alter. Mythic voll. Ich meine, er ist jetzt nicht vom Value her irgendwas Gutes, aber. Achso, der ist in another combat phase, ja. Can't attack a player. Ja, du kannst ihn ja auch wieder antappen. Richtig. Boah, das kann richtig übel werden, ne? Ja, die erste Mythic ist da. Ein schöner Pirat. Und das ist auch wohl eine irgendwie sehr gehypte Karte, weil man damit irgendwie jede Farbe spielen kann, ja, tatsächlich als Partner. War eine Zeit lang teurer, ist jetzt aber durch den Reprint halt. Ja. Vor allem ist ja halt die Rate, dass der, wie oft der da drin ist, halt richtig hoch, ne? Mhm. Und zwar, ich auch nicht gesehen, wo halt der 5-mal oder so ein Display drin war. Ja. Oh, Position Angel ist schon. Das war schon ein gutes Pack jetzt. Position Angel ist schon normal, ne? Eine Mythic und den. Mythic voll direkt halt, ne? Man muss sich vielleicht für die Mythic vorher irgendwie was anderes aber besser haben als nicht haben. Ja, also, richtig. So müssen wir mittlerweile denken bei den Draft-Boostern leider.
genau, schön war da durch. Zack, zack, zack. Ach, warte mal, hier war noch ein Klassiker. Hier, ne? In jedem Precon, ja, also fast in jedem, genau. Also dass du halt Mana kriegst. So, ist ungewohnt, dass man 20 Karten durchblättern muss, weißt du? Mhm. So, Free Visits. Die Karte, yeah, die wollen auch so viele haben, ne? Genau, weil Forest Card Search, ne? Slaughter the Strong, das ist gar nicht so eine schlechte Karte. Each player chooses any number of creatures they control with total power 4 or less, then sacrifice all other creatures they control. Mhm. Das ist in meinem schönen neuen Toughness-Deck ganz gut. Oh! Das gibt's doch gar nicht! Beide! Beide! Das ist ja nice! Das freut mich richtig! Boah, Hammer, ey! Das freut mich richtig nice, ey! If an opponent would draw a card, except the first one they draw in each of their draw steps, instead you create a treasure token. Okay, einfach geil, mit Flash kann man ihn reinballern. Nein, 3 Mana ist doch richtig. Das freut mich. Ja. Geil, ja. Nice, cool. Nice. Wir legen schon mal die guten Pools, legen wir schon mal zur Seite. Ja. Richtig guten. Richtig nice. Ja, wer ist das? Interessiert mich jetzt gerade gar nicht mehr hier. Das sieht auch sehr, sehr geil aus. Das stimmt. Mhm. Da sind sehr viele legendäre Kreaturen drin. Das ist sogar, oh, Heroes Blade Foil, mega geil. Willst du die haben? Hast du die nicht? Ziggy, vielleicht ziehe ich die auch, aber ich habe die nicht im Foil. Ja, kannst schon mal haben. Boah, krass, ich habe beide gezogen. Das ist die beste Rare, die ich gezogen habe. Die alle haben wollen, tatsächlich. Mhm. Ja, das ist für mich dann quasi wie eine Mythic. Ja, ist auch so. Das ist natürlich immer Mythic, weil in den Karten sind auch richtig gute Rares, aber auch richtig gute Uncommons halt auch, ne? Das ist ja die Sache, es ist halt gut verteilt, finde ich. Das ist nicht immer so klar, es gibt diese 3 superkrassen Karten, es sind aber viele andere Karten, die du gebrauchen kannst. Ja. Haben willst. Dazu ist, möchte ich was kurz sagen, die ist richtig gut, die Karte. Man enchantet ein Creature, man wird der Monarch und die enchanted Creature doesn't attack its controller instead. Mhm. Das ist ganz geil. Ja. Damit kannst du jede Karte aus, also jede Kreatur aus dem. Kannst du halt aushebeln. Und du bist halt der Monarch, ne? Das ist auch schön. Das ist so eine geile Mechanik. Mhm. Oh, geil! Oh, Mann, das freue ich, Mann. Das war richtig nice, ey. Das ist richtig sick, Mann. Die ist richtig nice. Die kommt erstmal schön in mein Katzen-Wolfsland-Deck, ja, Mann. Richtig nice. Genau. Die ist halt besonders gut, weil die schützt halt vor Farben, die man selber nicht hat in der Kommando. Richtig, okay. Richtig. Kostet halt 1 zu spielen, 3 zum Aus. Das ist halt so günstig. Mega geil. Ja, geil. Das freut mich. Recht auf den geilen. Ey, geil, Mann, geil. Oh, guck mal, den hast du ja auch, ne? Ja, der ist nice auch. Ah. Nice. Das nice. Ist die erste geile Mythik am Start, ey. Gut. Genau, du darfst das eigentlich ja auch noch nicht. Oh, Mann, das Bett ist schon geil. Na, ich krieg das Pack nicht auf. Da muss da was ganz Besonderes drin sein. Das schneiden wir raus. Die Gains sind nicht am Start, Mann. Die Gains sind nicht am Start. Ich würde aber gerne so einen Monarchentoken ziehen, tatsächlich. Ja, das ist auf jeden Fall sick für unsere Runde. Oh, Castdown. Ja, classy. Zack. Pride of the Perfect. Ach so, guck mal, das ist hier dieses schwarze Elfen-Deck. Tatsächlich ganz gut. Recruiter. Ja, ich halte die mal ganz kurz rein. Ihr könnt euch ja selber durchlesen. Genau. Ne? Zack. Was ist er denn für einer? Das ist ein Skorpion. Langsam. Ach, der macht hier so Color des Golems. Ja. Ja, ist okay. Immer wenn ein Artefakt gerade in den Friedhof kommt. Ne? Was ist hier los? Was ist das denn? Ein Alternative Artwork. Alternative Artwork. Mega geil. Oder auch sowas. So, also Planeswalker mit Partner für 5 Mana, für +2. Create 2 0-1 Black Freud Creature Tokens für +1. You may sacrifice another creature or Planeswalker. Damit ich natürlich dem anderen seine Viecher, die er mal gemacht hat. Genau, if you do, draw 2 cards, then draw another card if the sacrifice permanent was a commander. Dann für -10 können wir die Kontrolle von allen Kommandeuren auf dem Spielfeld übernehmen oder in der Kommandozone. Also mega! Ich habe auch Angst, wenn der Krämer das in seinem Deck spielen würde.
mit seinem Super Friends. Mega. Und der kommt sieht. Sofort in mein Super Friends Esper-Deck, Mann. Auf jeden Fall. Mega. Der ist richtig geil, cool. Geil. Ja, geiler Pullman. Der ist auch sehr, sehr krass. Boah, geil. Das freut mich, Mann. Richtig nice. Richtig nice. Also, jetzt schon wieder auch zufrieden, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, und wir haben noch so viele Packs. Ja. Man weiß ja gar nicht, was da passiert. Das ist so schön. Eureka und Edge-Foil. Boah, das wäre... Ist egal, wenn du ein paar Edge-Foils rausgehst. Ja, also wenigstens was. Eine. Ne? Also das ist halt sehr selten, sehr selten. Ja. Aber es gibt die Chance, es gibt die Chance. Das wollen wir mal hier das... Da-da-da. Marble Diamond. Oh, guck mal, Heroes Blade. Blade wieder. Das ist halt... Oh, das geil. Ist richtig geil. Über die Länder freue ich mich tatsächlich auch, weil ja. Wir spielen nur Commander und diese Länder kann man überall reinmachen. Das freut mich sehr. So, ich packe mal hier hin. Zack. Was ist mit den Piraten eigentlich los? Haben die so ein Piraten-Set daraus gemacht oder ja, was? Ja, wahrscheinlich wird das ein Reprint, glaube ich, für Piraten. Oder? Hier ist er nochmal. Oh, Fire and Elf. Voll. Nimmt mal mit. Kann ist okay. Für so ein schönes Elfendeck, ne? Ja, ja und da ist er wieder, ne? Da ist er wieder, ja. Yeah. Haben wir den schon zweimal, oder was? Nice, okay. Nice. Nice. Eigentlich muss man es ja so sehen, vier mit der Mana. Ja, ja. Jetzt kommt auch was auf, jetzt kommt das Pro. Ich tippe auf Vampiric Tutor. Ja. Ich tippe auf Lupus. Hier, Dingens. Classy. In Alternate. Borderless. Der ist aber tatsächlich nicht so oft gezogen worden. Nee, ne? Also. Also in der in Foil zum Beispiel auch, ne? Oh! Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Oh, ich hab gedacht, der wäre voll, ey. Ich hab gerade im Moment gedacht, der wäre voll. Oh, oh geil! Oh, oh Edu, ich zitter! Oh, ich hab ihn gezogen, Edu, ich hab ihn gezogen! Ja, Jewel Lotus! Beste und gewollteste Karte vom ganzen Set, Mann! Ah, das ist der Black Lotus für Commander. Sacrifice, Add 3 Mana. Casual reden darüber, plötzlich so ein Bling. Was ist das für ein. Was ist das, Mann? Was ziehe ich denn für krasse Karten? Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich zitter. Seht ihr das? Oh mein Gott! Oh, nice! Nice, ja, ich möchte nicht wieder zu. Oh mein Gott! Ich muss die einfach hier hinlegen. Ja, okay. Damit ihr das alles schön seht. Boah! Alter! Was ist das denn? Ohne Witz, für eine Draft-Boosterbox. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die besten Rares, die beste Mythic. Alter! Hier ist noch der Vampiric. Alter, Leute! Geil! Also eigentlich hast du ja mal so ein Glück, ne? Muss ich ja tatsächlich sagen. Oh, ich bin fertig. Das war's für mich heute. Was ist das für ein Sonntag? Ja, gute Nacht. Das Wort zum Sonntag heute, ey. Oh. Oh, geil, noch so ein Land, das freut mich. Jetzt ist ja egal, was kommt, jetzt ist ja egal, was kommt. Ist mir sowieso scheißegal, das stimmt. Nicht scheiße, sorry, Leute. Oh, ich geh jetzt einfach nur durch. Ich bin fertig für heute. Ich bin fertig. Richtig geil, Mann. Ich hab ihn gezogen. Vorher, Johnny hat mich angeschrieben gestern, was hast du gezogen? Ich so, ich hab das tatsächlich noch nicht aufgemacht, das Set, ne? Er so, boah, bitte melde dich sofort, sobald du irgendwas hast, ey. Ja, der braucht Karten zum Verkaufen, ne? Boah, Edo, du musst für mich weitermachen. Du musst für mich weitermachen. Rudi, ich mach weiter für dich. Ich muss mal kurz zu meiner Frau. Wer sich freut, Alter. So, machen wir weiter. So, genau, die Comments ballern wir so durch. Wer weiß, was jetzt kommt, noch kommt. Ihr seht das ja nicht, aber der Daniel rastet richtig aus. Ich muss kurz ein Foto machen. Ja, mach ein Foto. So, hier haben wir die nächste ankommen. Arcane Signet kann man oh, immer geil, gebrauchen. Geil, ist geil, immer geil, 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 geil. Volcanic Torrent und noch eins. Wie of Miss Fortune. Und einmal Ictactic Salvage Pleiser. So, genau, hier die Rares legen wir mal hier wieder hin. Dann haben sie den zweimal. So, die anderen kommen hier auf den Stapel. Ich lege mal das Arcane Signet mal raus, weil das kann eh mal gut gebrauchen. Okay. So, weiter geht's. Pass auf, ich ziehe jetzt den zweiten Lotus, ey.
Ich komm gar nicht klar. Deine Sales explodiert gleich. Ey, dass ich den ziehe, hätte ich nicht gedacht, ne? Nach der Enttäuschung von der. Oh, Kommentar. Oh, geil, ich auch schon mal raus. Geil. Kann man immer gut brauchen. Commander Sphere ist auch dabei, so seht ihr auch die ganzen Sachen, die man gebrauchen kann. Sisis Ring, geile Karte. So. Scaled Behemoth. Und noch eine Mythic. Die Deluge ist das. Für neue Mana. Wir können eine Instant oder Sorcery ins Exil schicken. Vom Friedhof. Und wir können diesen dreimal kopieren. Genau, wir können diese Kopien ohne Mana-Kosten spielen. Dann geht diese Karte selbst hier, die Deluge, geht selbst in den Friedhof. Und da haben wir unsere nächste Mythic. Das heißt, hiermit haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5. Allein aus der Box schon. Da ist ein Zwerg. Und das ist der Zwerg. Hans Eriksson. Der ist sogar ein Scout, Human Scout. Das ist gar kein Zwerg, das ist gar nicht so klein. So, den auf jeden Fall finde ich sehr, sehr cooler U-Commander auf jeden Fall. Der ist so oft da drin, easy, aber du weißt auf jeden Fall Bescheid. Genau, und dann nochmal die Abomination Lenoa. Und nochmal ein, ich glaube, der ist voll, erneuter Wurf Valor, ein Engel nochmal. Und ein Treasure Token. Okay. Ja, weiter geht's. So. Weiter geht's. Ich bin fertig, ne? Ich komm gar nicht klar. Ich muss vorhin alle Gruppen gepostet gerade. So, haben wir einmal Null Caller, Humble Defector, die schöne Spinne und Ember Wild Captain. Ist okay. Das ist die beste Karte, aber ist okay. Und nochmal den. Das Einhorn, das letzte Einhorn. Mhm. Einhorn Commander Deck ist auch ganz lustig. Und aber der ist auch ganz cooler Commander, ist auch so einer mit der guten Commander, die man gerne spielt, tatsächlich, die auch erwartet sind. Der Arrow Army of the Dead Tide, der kostet 3 Mana, 1-4. Wir können tappen. Wir können Karten vom Friedhof von uns ins Exil schicken. Entsprechend der Anzahl der Gegner, die wir haben. Und eine Kreatur in so einem Friedhof bekommt Encore. Das ist ja so eine neue Mechanik auch, bis zum Ende des Zuges. Und die Encore-Kosten sind halt gleich der Mana-Kosten. Du kannst irgendwie eine Kopie von der Kreatur machen. Genau. Bekommt Haste und muss sie am Ende des Zuges opfern. Also kannst du damit eine Kreatur reviven. Guckt euch diese Karte lieber. Guckt euch das an. Und nochmal Goliath als Foil. So, dann lege ich mal die Rare hier auch nochmal drauf. Muss ja eh nochmal nachher für dich deine Sortierung machen. Alter, krank. Die sechste Box, die ich je gesehen habe im Real Life. So. So, hier haben wir den nächsten Pirat. Phantom Fleek Sword Jack. Sunset Pyramid. Victimize. Und husch, Aurora Phoenix. 6 Mana. Cascade. Genau, und immer wenn wir einen Spell mit Cascade spielen, kommt der vom Friedhof auf die Hand zurück. Guck mal, hier ist auch noch einen anderen coolen Commander, nämlich den Amareth, the Lustrous. Der ist auch sehr cool. 6-6. Fliegend und immer wenn eine andere permanent ins Spiel kommt, unter unserer Kontrolle können wir die oberste Karte von unserem Deck angucken. Und wenn es der gleiche Kreaturentyp ist, mit der Permanente, die du halt revealed hast, kannst du die auf die Hand nehmen. Richtig coole Karte. Besser wäre natürlich aufs Feld. So, was haben wir noch? Dann haben wir die noch hier. Emotis Level of Bounty. Mit Kaskade auch. Es sind auch sehr, sehr viele Kaskadenkarten da, ne? Mhm. Genau, und alle Spells mit Mana kosten 6 oder mehr. Genau. Die ist tatsächlich. Bin voll, guck mal, die habe ich auch in Folge gezogen. Die ist sogar auch ein sehr, sehr beliebter Commander. Kann geil sein, kann aber auch in die Hose gehen. So ein Risky. Auf jeden Fall mit Risky. Den 2 Mana, ne? Die Risky, einfach, ne? Genau, richtig. Risky Dingens hier. So. Willst du wieder öffnen? Hast du dich ja beruhigt? Nee, mach mal weiter. Okay. Ich bin fertig, ey. Was ist das? Was ist das für eine Box? Das ist eine Sicker Box, ey. Das ist richtig krass, ey. Commander Plate und Dingens, der Lotus, Mann. Und die beiden Rares. Auch die beiden Rares und den auch. Boah, das ist so heftig. Sorry, Leute, ich bin ein bisschen eskaliert. Alles gut, es ist gut so. Wir brauchen hier Dreamstone, Feast of Succession und die Rare ist Sakashimas Protégé. 6 Mana, 3-1 Flash, auch Kaskaden und wenn der ins Spiel kommt, können wir halt irgendwas kopieren, was diesen Zug ins Spiel gekommen ist halt, ne? Genau, so. Und dann nochmal den Malcolm. Der ist auch sehr oft. Und Alena, Kessig Trapper. Mhm. Also das sind. Oh, der Edge Boy, Alter. Kessig Ray. Alter, wie krass. Heftig. Die gehören ja zusammen, glaube ich, ne? Ja, also, Alena also, und Halana, ne? Genau.
Die sieht Edge-Foil. Auch Edge-Foil sogar halt. Die sieht geil. Das ist unsere erste Edge-Foil. Gott sei Dank haben wir auch eine gezogen. Wenigstens eine, ey. Guck mal. Geil, dann lege ich die auch mal hier hin. Und da wieder dieser Piper schon wieder. Und da ist der Piper wieder. Das ist jetzt das dritte Mal noch Monarch Token. Zack. So. Classic Trapper ist auch geil. Zwei Ladies am Start. Finde ich auch sehr interessant. Auf jeden Fall sind so viele Commander drin, die so interessant aussehen. Und ich finde Commander müssen auch geil aussehen. Nicht nur einen geilen Effekt haben, wo man dann Bock drauf hat, dann die zu zocken tatsächlich. Ich finde die richtig cool. Ich finde die auch richtig cool. Sieht so richtig RPG-mäßig aus, wie so ein richtiger Archer, weißt du? Richtig geil. Hier haben wir wieder die Pyramide. Oh, Scroll of Ages. Die ist gut, die brauche ich für mein Enter the Battle Deck. Arcane Signet, zweites Mal, kann man richtig gebrauchen. Es sind so viele Karten, so viele Staples. Die Karte hat auch, glaube ich, sogar einen gewissen Value. Comment Beacon. Wir können einen Mana tappen, wir können Comment Beacon tappen. Du kannst deinen Commander von deiner Hand in die Comment Zone tun. Boah! Das ist auch geil. Mega! Nee, Entschuldigung, falsch. Von der Comment Zone in die Hand tun. Ach so. Noch besser. Richtig. Weil das heißt, du kannst ihn dann auch günstiger spielen, richtig, wenn er mehrere Counter hat. Das ist eine richtig nice Rare auch. Die ist auch mit sehr, sehr gut. Sauber, Alter. Insane Rares, Mann. Insane Pulse. Und hier ist auch der kleine Rogatz, nice, der ist auch dabei. Und auch noch ein Vollkommander hier, den Talis Reverend Medium Orsoff-Farben. Und im jeden Endstep kriegen wir X11 Geister mit fliegend. Und X ist die Anzahl der Tokens, die wir kontrollieren. Also ein geiles Insane Orsoff-Token-Deck, was du spielen kannst. So, meine Güte, du musst nachher nochmal alles durchsortieren. Ich leg dir die voll mal hier hin. Ja. Und das war kein Signet vielleicht auch Signet, noch. Genau. Ich sortiere. Musst du nachher eh sortieren. Genau. Kannst du nochmal die ganzen Karten, die du gepult hast. Okay, wir haben noch ein paar Packs, haben wir noch. Geil. Ja. Und noch Comment Beacon, Alter. Richtig geil, Mann. Also erwartet von meiner Box nicht so viel. Das glaube ich nicht, dass es so krass wird, ey. Vielleicht siehst du auch ein Lot von günstigen. Ach ja, das ist so. Oh, geil. Final Fantasy brauche ich. Okay. Die möchte ich gerne haben. Fire Diamond. Oh, Return to, das ist auch sehr, sehr cool in weiß. Die weiße Mana Ramp Card ist auch geil in dem Deck. Dieser Captain of the Core, oder wie der heißt, ne? Der ist auch gut. Patron of the Valiant, alles gut. Genau, mach mal. Necrotic Hex. Für 7 Mana muss jeder Spieler 6 Kreaturen opfern und man selbst bekommt 6-2-2 Zombies. Auch sehr, sehr nice. Ein lustiger Boardwipe auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es halt die Unzerstörbarkeit umgeht. Ne? Das ist schon ziemlich geil. Und da haben wir noch den nächsten Urus Slurk. All in Jesting. Die Namen von den Usi sind einfach geil. Und den haben wir, der Captain ist wirklich geil. Captain Vargus Wrath, der nächste Ork-Pirat. Immer wenn der angreift, bekommen Piraten +1/+1 bis zum Ende des Zuges für jede Zeit, wie oft der Commander halt gecastet wurde. Ne? Das ist halt richtig, richtig krass halt. Ne? Und einmal Brazen Freebooter nochmal als noch ein Pirat, als Foil. So, wir haben jetzt noch 4 Packs, Leute. So, Abfahrt. Hier, Prison kann man auch gut gebrauchen. Noch ein Comment Tower. Nice. Ach, da sind so geile Staples drin, ne? So, da haben wir den Dancing Saboteur. Noch ein blauer Pirat. Da sind echt 4 Piraten drin. Das ist eigentlich schon nice. Hier, Revenant. Dann Supreme Will, die Karte ist auch sehr, sehr gut. In sowieso Control Decks. Counter Target Spell, unless Controller pays 3. Du kannst die obersten 4 Karten in der Bibliothek angucken. Eine kannst du auf die Hand holen, die Rest unter die Bibliothek. Ist auch ziemlich nice. Oh, jetzt habe ich die Rare übersprungen. Das ist auf jeden Fall eine. No! Das gibt's doch gar nicht! Alter, wie sick, Mann. Noch ein Opposition Agent. Das gibt's doch gar nicht! Geil. Fand ich so, ist eine Kreatur. Geil, richtig gut. Einfach 2 Stück, die beste Rare einfach 2-mal in dem Set. Und dann haben wir nochmal den Togo. Auch sehr lustig mit den Steinen. Ja. Sehr lustige Mechanik. Und nochmal Talis. Und Spark Harvest ein Voll. Ich habe gerade gedacht, ja, ein Mana, ey. Ein schwarzes Mana. Ja, ein schwarzes Mana. Ja, ja, genau. Mein sehr, Gott. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, Alter. Insane Box, Mann. Insaner Value, Mann. Auf jeden Fall. Richtig krass. Auf jeden Fall richtig heftig. Richtig gute Karten gezogen. Kann er dann nachher schön alles verbauen in seine Decks. Und dann, wenn sich das Lockdown-Ding uns dann beruhigt hat, kann man auch wieder zocken. Guck mal. Nochmal Free from Favor, die Karte. Ja, noch 2 Packs danach noch. Ne? Ja, 2 Packs haben wir danach noch. Krass, ich hätte nicht gedacht, ups, jetzt bin ich so. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal so eine krasse Rare jetzt ziehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht, ey. Und noch eine Mythic.
Alter, was ist los, ey? Swings of the Second Sun ist das. Achso. Mhm. Die ist aber auch ganz cool. Auch ganz, könnte ganz lustig sein, aber genau. Wollen auch viele haben. Echt? Ich glaube, die wollen auch einige haben, tatsächlich. In diesem Swings-Deck. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich gar nicht geguckt. At the beginning of your post-comment main phase, you get an additional beginning phase after this phase. Das ist krass. Das ist krass. Der ist halt echt stark, Mann. Vielleicht auch für dein Expert, ich weiß. Heftig. Die nächste Mythic, müssen wir mal rekapitulieren, wie viele Mythics wir haben. 5 oder 6. Ja, ich. Ohne die Mana Confluence, glaube ich sogar. Also, das ist wirklich schon insane, hier Mann. Hier ist noch eine, hier ist noch eine. Hier wird mit Mystics rum. Also wirklich, also wenn man so eine Boosterbox erwischt beim Draft Booster, hat man echt wirklich das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. Zweimal Opposition Agent, Commander Plate, Lotus sowieso. Und genau, Soul of Eternities, auch der kriegt halt Angriff und für, also hier Angriff, Power und Toughness entsprechend des Life Totals, das man hat. Genau, und den kann man halt auch in Korn halt im Prinzip nur mal ins XC schicken und dann kannst du ihn kopieren für jeden Gegner. So ist das. Also wenn du noch 3 Gegner hast und den kopierst für 8 Mana vom Friedhof, hast du einfach 3 Stück von denen mit Haste und musst sie am Ende opfern, aber ist zum Reinknallen ganz gut, ne? Wenn du einen Trampel oder so gibst. Nochmal den Yagamoth. Numa hatten wir auch schon. Und einmal den Wildheart Invoker. So, letztes Pack, Leute. Ich meine, es kann nicht besser werden. Es ist super krass, aber natürlich hole ich jetzt den Danny hier nochmal einen Dämonic, den Vampiric Tutor hier raus. Wir müssen mir jetzt sowas von Wumpe, ey. Oder nochmal ein Scroll Rack, Baby. Das kriegen wir hin. Was für ein Opening, ey. Richtig sick. So früh am Morgen, ne? Lol. So. Oh, stimmt's gleich mal hier. Ach, egal. So. Mindless Automation. Noch ein Pirat. Coastline Marauders. Die Hexen. Und. Body of Knowledge. Genau, Power und Toughness entsprechend der Handkartenanzahl und Handkartengrenze wird ausgehebelt und immer wenn der Schaden bekommt, für jeden Schaden, den er bekommt, darfst du eine Karte ziehen. Ach krass. Ist eine coole Karte und noch einen geilen Commander, nämlich den Yolok of Scott's Trash, ist auch ein beliebter Commander. Vigilance, a player losing unspent mana causes that mana to lose that much life. Also im Prinzip Mana, was du hast und nicht ausgegeben hast, verlierst du. Genau, und für einen Mana kannst du im Prinzip 3 Mana adden in der Commander-Identität. Schon sehr, sehr gut. Und Miara, Thorn of Glade. Genau, und einmal die Ambush-Viper nochmal voll. Und das war's, Leute. Also, super krasse Puls, richtig insane. Finde ich, was ich ein bisschen schade finde, nur eine edged voll. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja. Wirklich super, Daniel ist glücklich. Er weint schon vor Freude. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ich einmal mein Display opene, dann müsst ihr mir die Daumen drücken, dass es genauso gut klappt. Haut rein. Bleibt gesund. Tschüssi.